Von lächerlichen Enden über überflüssige Gewalt bis hin zu einer der ikonischsten Darbietungen von Nicolas Cage. Es gibt unzählige Gründe, warum diese Filme vom Publikum schlecht bewertet wurden. Mit dem Film 10 – Die Traumfrau rückte Bo Derek als Sexsymbol und Schauspielerin in den Blickpunkt des Kinopublikums. Für ihre Rolle in dem Film, der erst ihre zweite schauspielerische Leistung war, wurde sie sogar für einen Golden Globe nominiert. Die Erwartungen an Dereks weitere Karriere waren hoch, doch sie konnte nie wieder an ihre aufregende Karriere anknüpfen. 1984 hatte sie bereits mit Kassenschlagern wie Ekstase für Schlagzeilen gesorgt, der von den Kinobesuchern so verachtet wurde, dass er in den Anfangsjahren von CinemaScore von den Zuschauern mit einem F bewertet wurde. Es gibt unzählige Gründe, warum Ekstase vom Publikum in der Luft zerrissen wurde, aber seine Länge von 104 Minuten dürfte einer der Hauptgründe sein. Nicht, dass ein Film, der weniger als 2 Stunden dauert, normalerweise als lang angesehen werden sollte, aber die Handlung von Ekstase, in der es um eine Frau geht, die den perfekten Mann sucht, der ihr die Jungfräulichkeit nimmt, ist weit über die Belastungsgrenze hinausgedehnt. You are like the most precious flower. Your blooming can only be enjoyed. Da hilft es auch nicht, dass Ekstase einen unglaublich steifen und strengen Ton hat, der keinen Platz lässt für die Art von unfreiwilliger Komik, die etwas wie The Room zu einem solchen Kultklassiker gemacht hat. What a story. Die Zuschauer, die Ekstase im Kino sahen, waren eher gelangweilt als unfreiwillig amüsiert. Am Ende wurde der Film mit 6 goldenen Himbeeren ausgezeichnet. Es überrascht nicht, dass es nach diesem Debakel 5 Jahre dauerte, bis Bo Derek mit einem anderen Filmstar auf der Leinwand zurückkehrte. Als sich das 20. Jahrhundert seinem Ende zuneigte, erschien der 2. Film, der jemals eine F-Note im CinemaScore erhielt. Das Projekt, dem diese zweifelhafte Ehre zuteil wurde, war Stephen Elliott's Thriller Das Auge aus dem Jahr 1999. In dem Film mit Evan McGregor und Ashley Judd in den Hauptrollen spielt McGregor einen Spion, der einen Serienmörder quer durch die USA jagt. Der Clou ist natürlich, dass er am Ende eine Beziehung mit ihr eingeht. Die Geschichte arbeitet mit vielen unerklärlichen Bildern und erzählerischen Wendungen, alles in der Hoffnung, eine Atmosphäre zu schaffen, die den Zuschauer im Ungewissen lässt, wohin die Reise geht. Doch das Auge schafft nur eine Atmosphäre, die das Publikum hasst. Das unheimliche Verhalten von McGregors Protagonist, der von Elliott oft als süß oder zärtlich dargestellt wird, hat die Zuschauer zweifellos abgeschreckt, ebenso wie die seltsame Kameraführung, die das Auge an manchen Stellen visuell unverständlich macht. Darüber hinaus führten all diese Unklarheiten zu einem langsamen Film, der nicht den Nervenkitzel bot, den die Kinobesucher suchten. Kein Wunder, dass dieser Film mit Evan McGregor erst der 2. Film des 20. Jahrhunderts ist, der das gefürchtete F erhält. Regisseur Robert Altman hat im Laufe seiner Karriere einige der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gedreht. Titel wie Nashville und McCabe und Mrs. Miller sind seit ihrem Erscheinen zu unbestrittenen Klassikern geworden, während selbst umstrittene Projekte wie Popeye eine große Fangemeinde haben. Ein so ambitionierter Regisseur produziert zwangsläufig etwas, das beim Publikum ankommt, auch wenn er kein neues Meisterwerk abliefert. Einer der unscheinbareren Einträge in seiner umfangreichen Filmografie ist jedoch seine Regiearbeit Dr. T and the Woman aus dem Jahr 2000, in der Richard Gere mit einer Starbesetzung an Frauen von Helen Hunt bis Laura Dern und vielen anderen auftrat. Women are by nature they are saints. Keine dieser Darstellerinnen konnte das allgemeine Kinopublikum überzeugen, das Dr. T and the Woman mit einem F-Cinema-Score bewertete. Ein Teil des Problems lag darin, dass der Film als romantische Komödie mit Starbesetzung vermarktet wurde. In Wirklichkeit handelte es sich um einen tonal komplizierteren Film, der einige wirklich absurde erzählerische Wege beschritt. Der Anblick von Richard Gere, der in einen Tornado gerät, mag Altman am Set zufriedengestellt haben, aber das Ergebnis war ein Film, dessen letzte 30 Minuten einen bitteren Nachgeschmack im Mund der verblüfften Zuschauer hinterließen. Darüber hinaus spaltete der eigenwillige Ton des Films, der um die Balance zwischen Leichtigkeit und düsteren Konzepten rang, die Kritiker und entfremdete das Publikum. Für eine Legende wie Robert Altman ist dieser Film ein seltsamer Misserfolg. Janusz Kaminski hat als Kameramann eine Filmografie, die kaum zu überbieten ist. Kaminski, der seit Schindlers Liste von 1993 mit Steven Spielberg zusammenarbeitet, hat eine ganze Reihe von Kultfilmen gedreht. Darunter Jerry Maguire, Spiel des Lebens und Schmetterling und Taucherglocke. Sein Debüt als Regisseur im Jahr 2000 mit dem Horrorfilm Lost Souls – Verlorene Seelen konnte dieses Talent allerdings nicht voll zur Geltung bringen.
Kaminskys Arbeit an Lost Souls verlorene Seelen, der vom Publikum mit der Note F bewertet wurde, ist erschreckend arm an einprägsamen Gruselgeschichten. Der Todeskuss für jeden Mainstream-Horrorfilm. Auf der Suche nach dem Grusel nimmt der Kinobesucher vieles in Kauf. Zum Beispiel eine aufgesetzte Handlung oder gestelztes Schauspiel. Aber ein Mangel an Grusel ist nicht zu beheben. Außerdem bietet Lost Souls verlorene Seelen ein Ende, das eine große Wendung nach der anderen bietet, bevor es sehr abrupt endet. Ein solides Ende hätte zwar nicht alle Probleme von Lost Souls gelöst, aber die Zuschauer mit Sicherheit zufriedener aus dem Kino entlassen. Es ist nicht verwunderlich, dass Kaminski nach einem Film, der so viel Aufsehen erregt hat, in den letzten Jahrzehnten weitgehend bei der Kinematografie geblieben ist. In der Regel haben selbst die am schlechtesten bewerteten Komödien ihre guten Seiten. Ein Beispiel dafür ist Bucky Larson, Born to be a Star, der zwar von den Kritikern schlecht bewertet wurde, vom Publikum aber trotzdem mit einem B bewertet wurde. Doch nicht jede Komödie ist von diesem Phänomen gefeit, wie der Flop Lucky Numbers mit John Travolta und Lisa Kudrow aus dem Jahr 2000. Am I the only one who misses our old pal Jack Frost? Temperaturas, a loco. Dieser Film wurde von der Öffentlichkeit besonders geschmäht, weil er ein fehlgeleiteter Versuch einer schwarzen Komödie war, ein Genre, das unerträglich böse werden kann, wenn es schlecht gemacht ist. Einige Kritiker waren von seinem Ton so verwirrt, dass sie ihn nicht einmal einordnen konnten. Roger Ebert schrieb damals: "Ist es eine Komödie oder nicht? Ich frage das, weil es lustige Dinge darin gibt, aber auch grausame, traurige und brutale." Quentin Tarantino konnte diese Bandbreite in Pulp Fiction abdecken, aber Nora Ephron findet keinen Weg. Die Cinema-Score-Wertung des Films wurde wahrscheinlich auch dadurch verschlimmert, dass John Travolta im Jahr 2000 dank des damaligen Misserfolgs von Battlefield Earth, Kampf um die Erde, ein besonders reifer Sandsack war. Ein perfekter Sturm von Faktoren wirbelte um Lucky Numbers herum und macht ihn zu der seltenen Komödie, die so schlecht ist, dass sie ein F-Rating verdient. Horrorfilme werden oft als Schundkino abgetan, aber das ist eine unglaublich beleidigende Unterschätzung des Genres. Horrorfilme haben die Kraft, die Ängste einer bestimmten Epoche anschaulich wiederzuspiegeln. Sie sind ebenso in der Lage, die innere Psyche des Zuschauers zu beleuchten, wie sie als Low-Budget-Film in der Lage sind, leicht Geld zu verdienen. Natürlich wird nicht jeder Horrorfilm, der versucht, relevant zu sein, seinem Potenzial gerecht. Nehmen wir zum Beispiel Fear.com aus dem Jahr 2002, der Nightmare on Elm Street für eine Generation von Kinobesuchern sein wollte, die mit AOL aufgewachsen ist. Eine ideale Umsetzung dieser Prämisse hätte ein Horrorfilm hervorbringen können, der die Menschen des Internetzeitalters zutiefst anspricht. Leider hat Fear.com in dieser Hinsicht sein Ziel verfehlt. Im Nachhinein erscheint es merkwürdig, dass der Film einen Großteil seines Horrors aus brutalen Foltersequenzen bezieht. 2 Jahre bevor Saw diese Art von Horror zum Mainstream machte, war Fear.com in dieser Hinsicht zu weit voraus und die Betonung solcher Brutalität war einfach nicht das, was das Publikum damals suchte. Zudem sind die letzten 30 Minuten voll von konstruierten Wendungen, die den ganzen Film zu einer lächerlichen, wenn auch nicht lustigen Farce machen. Der Spielfilm Solaris von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2002 ist eine Neuverfilmung des gleichnamigen Romans von Stanislaw Lem, der zuvor von dem Filmemacher Andrei Tarkovsky verfilmt worden war. Solaris hat einen gewissen Stammbaum, der durch die Besetzung der Hauptrolle mit George Clooney noch verstärkt wird. Bei solch prominenten Namen, die alle mit dem Film in Verbindung gebracht werden, würde man erwarten, dass Solaris zumindest am Ende kompetent ist. Stattdessen wurde Solaris vom Publikum verrissen. What's wrong? Kurz nach der Veröffentlichung des Films äußerte sich Clooney gegenüber der Seattle Times frustriert über die Art und Weise, wie Solaris vermarktet wurde. Insbesondere fand er, dass jeder Werbespot oder Trailer für diesen Science-Fiction-Titel völlig losgelöst vom Endprodukt wirkte. Irreführende Marketingkampagnen erregen oft den Zorn der Kinobesucher, die lieber genau das bekommen, was ihnen auf dem Plakat versprochen wurde, wenn sie sich in den Kinosaal setzen. Darüber hinaus war das extrem langsame Tempo des Projekts immer zum Streit verurteilt, selbst wenn die Marketingkampagne perfekt gewesen wäre. Normalerweise sind die einzigen Projekte, die gut abschneiden, wenn sie ewig auf sich warten lassen, riesige Blockbuster, auf die sich Megafans gerne lange einlassen. Und wir sind uns alle einig, dass Solaris nicht in diese Kategorie fällt. Leider bezieht sich der Titel Darkness nicht auf seine humoristische Verwendung in einem Lied von Lego Batman in The Lego Movie. Vielmehr handelt es sich bei Darkness um einen Horrorfilm aus dem Jahr 2004, den die meisten von uns entweder vergessen haben oder von dessen Existenz sie nichts wussten. It's different here. The dark. What do you mean? It eats my pencils. Der Film war jahrelang in der Schwebe, als es darum ging, ihn außerhalb seines Heimatlandes zu veröffentlichen. Dank des nordamerikanischen Verleihs Miramax, der ihn stark bearbeitet hatte, um ihn marktfähiger zu machen.
Eine tragische Praxis, die bei vielen ausländischen Titeln, die von Miramax erworben wurden, gang und gäbe ist. Und so gingen bei Darkness am Ende etwa 14 Minuten Filmmaterial verloren, als der gesamte Schnitt durchgeführt wurde. Diese Turbulenzen hinter den Kulissen sind wichtig, wenn man bedenkt, wie sehr Darkness vom Publikum verschmäht wurde. Der Film, der in Nordamerika in die Kinos kam, war zwangsläufig so verwirrend und unzusammenhängend geschnitten, dass er das Publikum eher irritierte als erschreckte. Es ist auch ein weiterer Horrorfilm, der mit einem offenen Ende endet, das zwar andeutet, dass den Hauptfiguren Schreckliches zustoßen wird, aber keine konkrete Auflösung bietet. Nach so viel undurchsichtiger Erzählung wünschte sich das Publikum ein befriedigenderes Ende. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Darkness von den Zuschauern mit F bewertet wurde, auch wenn dies ein ironisches Ende für einen Film ist, der in der Postproduktion von den Eingriffen des Studios gequält wurde, um ihn publikumsfreundlicher zu machen. Wenn man über die am meisten geschmähten Filme des 21. Jahrhunderts spricht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Regisseur Uwe Boll ins Gespräch kommt. Bolls Filme, eine feste Größe im Genre-Kino der 2000er Jahre, waren berüchtigt für unerklärliche Besetzungsentscheidungen, wie etwa der Auftritt von Burt Reynolds in dem historischen Fantasy-Film Schwerter des Königs Dungeon Siege und für grauenhafte Dialoge, die bei den Zuschauern unfreiwillige Lachanfälle hervorriefen. Eines seiner ersten berüchtigten Werke war Alone in the Dark, eine Videospielverfilmung, die im Januar 2005 in die Kinos kam. Der Film war schrecklich. Bei einigen künstlerischen Filmen ist es ein sehr nuancierter Prozess, die Gründe für die Ablehnung eines Films durch das allgemeine Kinopublikum herauszufinden. Im Fall von Alone in the Dark ist die Erklärung ziemlich einfach. Er ist einfach nicht sehr gut. Der Film beginnt mit einem langen Vorspann, der dem Zuschauer vorgelesen wird. These artifacts speak of terrifying creatures that thrive in the darkness, waiting for the day when the gate can be opened again. Auf diese unfreiwillig komische Wahl folgt eine Flut von verwirrenden Schnitten und Sequenzen, die es an Ungeschicklichkeit mit Bolls schlimmsten Werken aufnehmen können. Als die Leute eine Karte für Alone in the Dark kauften, wollten sie nur ein paar Stunden Sci-Fi-Horror-Gemetzel sehen. Was sie stattdessen bekamen, war eine unfreiwillige Komödie, auf die sich die Fans seit fast 20 Jahren stürzen. Wolf Creek als erschütternden Film zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Er lässt nicht locker in seiner schonungslosen Darstellung unsäglicher Gewalt, die sich fast ausschließlich gegen Frauen richtet. Diese Herangehensweise spaltete die Kritiker, die hin- und hergerissen waren zwischen der Meinung, die gezeigte Kunst rechtfertige den Ansturm des Elends und dem Gefühl, es handele sich um eine reine Quälerei ohne tieferen Sinn. Das Publikum war in seiner Meinung über Wolf Creek deutlich einhelliger und gab dem Film die CinemaScore-Note F. Obwohl einige Filmemacher entmutigt waren, weil das Publikum ihr Werk so gründlich ablehnte, betrachtete der Regisseur von Wolf Creek, Craig MacLean, die CinemaScore-Note F für den Film als eine Art Auszeichnung. Gegenüber Comicbook.com erklärte MacLean 2017, dass der Hauptgrund für die F-Bewertung von Wolf Creek darin liege, dass sich der Film so sehr von der traditionellen Horrorkunst unterscheide. Zu sehen, wie die Kinobesucher so emotional auf das Geschehen auf der Leinwand reagierten, dass sie nur mit einem F antworten konnten, machte MacLean ziemlich stolz. Darüber hinaus ist MacLean der Meinung, dass die CinemaScore-Wertungen eher zeigen, ob die Erwartungen der Zuschauer von dem Kinobesuch erfüllt wurden, als dass sie einen Mikrokosmos der tatsächlichen Qualität und des Wertes eines Filmes darstellen. Der Horrorfilm Wicker Man – Ritual des Bösen mit Nicolas Cage aus dem Jahr 2006 hat seit seinem Erscheinen für viel Spaß gesorgt, vor allem dank der zahlreichen Memes im Internet, die sich auf die skurrilsten Momente des Films beziehen. Als abendfüllendes Stück Horrorkino gefiel Wicker Man – Ritual des Bösen jedoch niemandem. Am Eröffnungswochenende gaben die Kinobesucher Wicker Man – Ritual des Bösen die niedrigste CinemaScore-Note. Es waren nicht nur eine Handvoll unfreiwillig komischer Momente, wie Cage, der im Bärenkostüm auf jemanden zustürmt, um ihn zu verprügeln, die Wicker Man – Ritual des Bösen eine so katastrophale Zuschauerbewertung bescherten. Der Horrorfilm endete auch mit einer düsteren Note, die andeutete, dass all das Schreckliche, das Cages Protagonisten widerfahren war, sich unweigerlich wiederholen würde, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Ohne eine konkrete Auflösung fühlten sich die Zuschauer um das gerade Erlebte betrogen. Da half es auch nicht, dass der ursprüngliche Wicker Man-Film ein Meisterwerk des Folkhorrors war und der Ruf des Vorgängers verstärkte zweifellos die ohnehin offensichtlichen Schwächen des Remakes. Dennoch kann sich Wicker Man – Ritual des Bösen zumindest damit trösten, dass er eine ganze Reihe populärer Memes inspiriert hat und zweifellos in die lange Liste von Cages ikonischen Performances eingehen wird. In Bug von 2007 geht es um eine kleine Gruppe von Menschen, die von einer Paranoia erfasst werden, die sich zu gewalttätigen Wahnvorstellungen steigert, von denen keiner einen wirklichen Bezug zur Realität hat.
Es gibt keine einfachen Antworten auf die Frage, was real ist und was nicht, sondern nur eine ständige Ungewissheit, die den Zuschauer in diese paranoiden Gedankenwelten hineinzieht. Es ist ein Film, der den Zuschauer herausfordern will, anstatt ihm einfache Antworten zu servieren. Das kam beim Publikum natürlich nicht gut an, vor allem wenn man im Vorfeld erwartet hatte, dass Bark ein normaler Horrorfilm mit leicht verdaulichem Grusel sein würde. Als der Film in die Kinos kam, wurde er vom Publikum gehasst. Selbst Kritiker, die an solche künstlerischen Ausflüge in Werke gewöhnt sind, die die Normen des Genres verbiegen, gaben Bug gemischte Noten. Hinzu kam, dass der Film im Mai 2007 in die Kinos kam und damit in direkter Konkurrenz zu traditionelleren Sommerfilmen wie Pirates of the Caribbean am Ende der Welt stand. Die heißesten Monate des Jahres sind in der Regel die Zeit für Filme, die viel oberflächliches Spektakel bieten, und Bug stach in diesem Startfenster wie ein Wunder heraus. Da die letzten Momente den Zuschauer absichtlich im Unklaren darüber lassen, was im vorherigen Film echt und was Fiktion war, ist es leicht zu verstehen, dass das Publikum insgesamt verärgert war über das, was es zu sehen bekam. Filme bleiben niemals nur Filme. Sobald sie in die Welt gesetzt werden, erlangen sie unweigerlich eine größere Bedeutung, als es sich die Künstler, die hinter diesen Werken stehen, je hätten träumen lassen. So war es auch bei dem Erotik-Thriller Ich weiß, wer mich getötet hat aus dem Jahr 2007. In dem düsteren Film spielt Lindsay Lohan eine Frau, die mit ihrer Identität ringt, nachdem sie entführt und gefoltert wurde. Wer bist du? Wer ist Aubrey? Auf dem Papier keine schlechte Idee für einen Film, der Lohans schauspielerische Fähigkeiten abseits ihrer Kinderstar-Karriere untermauern sollte. Doch die Umsetzung ging schief. Noch bevor der Film in die Kinos kam, stand er bereits im Mittelpunkt der Berichterstattung der Boulevardpresse, die jeden Schritt Lohans verfolgen wollte. Da Lohans Reha-Aufhalt mitten in der Produktion die Schlagzeilen beherrschte, musste Ich weiß, wer mich getötet hat ein Meisterwerk werden, um dem giftigen Rummel zu entgehen. Leider war der Film für alle Beteiligten alles andere als das. Die ersten Kritiken waren katastrophal und das Publikum bewertete Ich weiß, wer mich getötet hat mit einem F-Cinema-Score. Es ist unmöglich zu sagen, ob all die auf Lohan fokussierte Publicity dem Film geschadet hat. Geholfen hat sie ihm jedenfalls nicht. Wenn es einen Lichtblick gab, dann die Tatsache, dass der Film in den letzten Jahren eine beachtliche Fangemeinde gewonnen hat. Im Nachhinein ist es erstaunlich, dass ein Film wie Disaster Movie überhaupt in die Kinos kam, geschweige denn eine große Verbreitung fand. Während andere Parodiefilme der Regisseure Aaron Seltzer und Jason Friedberg zumindest von der Idee ausgingen, einen bestimmten Film oder ein bestimmtes Genre zu parodieren, spießte Disaster Movie einfach eine ganze Reihe von Titeln des Sommers 2008 auf, die noch gar nicht erschienen waren. Der Film war eher eine Aneinanderreihung von Anspielungen auf andere Popkulturen als eine echte Komödie, ein Tiefpunkt des parodistischen Filmemachens und des Kinos im Allgemeinen. Der Film erhielt die gefürchtete Cinema-Score-Note F. Ein Beweis dafür, dass sich Kritiker und Publikum über die Qualität dieses komödiantischen Desasters einig waren. Frühere Filme von Seltzer und Friedberg waren beim Publikum nicht sehr beliebt, aber selbst meine Frau, die Spartaner, und ich schaffte es, einen C zu bekommen. Disaster Movie schnitt aus einer Reihe von Gründen noch schlechter ab, darunter die Verwendung von unglaublich gruseligen Kostümen für dunkle Versionen von Charakteren wie Po der Panda und der Stil des schlüpfrigen Humors, der unbeholfen versucht, in ein PG-13-Rating zu passen. Am Ende ist es einfach ein Film, der nicht hätte gemacht werden müssen. In Richard Kellys Film The Box, Du bist das Experiment aus dem Jahr 2009, steht ein Ehepaar vor einer großen Entscheidung. Sie können einen Knopf in einer Kiste drücken und eine Menge Geld gewinnen, aber jemand auf der Welt, den sie nicht kennen, wird sterben. Es ist ein moralisches Dilemma, das die Hauptfiguren in einen Kaninchenbau von Verschwörungen schickt, die so verworren sind, dass es nicht überrascht, dass der Film aus demselben Kopf stammt wie Donnie Darko. Trotz dieser Verbindung hatte das Publikum kein Problem damit, The Box, Du bist das Experiment mit einer glatten F-Note zu bewerten. Der Film reiht sich nahtlos in die Reihe der Filme ein, die die gleiche Bewertung erhielten. Er ist eine Genreübung, die dem Zuschauer viele unerklärliche Ereignisse, aber keine Erklärungen für das Geschehen bietet. Am Ende von The Box, Du bist das Experiment hat sich dieses fiktive Universum auf die Struktur von Raum und Zeit selbst ausgedehnt, ganz zu schweigen von einigen berüchtigten Wassergräbern. All dies ist genau die Art von absichtlich verwirrendem Material, die man von Richard Kelly erwarten würde, aber es garantiert auch, dass das Publikum eher frustriert als zufrieden ist. Eines der berüchtigtsten Filmenden aller Zeiten findet sich in den letzten Sekunden von Devil Inside, wo von den unmittelbaren Folgen des Autounfalls der Hauptfiguren abrupt auf eine Textwand umgeschaltet wird,
die den Zuschauer darauf hinweist, dass er für weitere Informationen zu diesem wahren Fall einen Link zu einer Website anklicken soll. Jede mögliche dramatische Auflösung der Geschichte, in die der Zuschauer in den letzten 80 Minuten investiert hat, wird zum Fenster hinausgeworfen. Es ist ein unglaublich enttäuschendes Ende und eine Beleidigung für die Integrität des Geschichtenerzählens. Unnötig zu erwähnen, dass ein derart abruptes Ende bei den Kinobesuchern nicht gut ankam. Während andere Aspekte von Devil Inside Kritik hervorriefen, war dieser Schluss besonders umstritten. Und da es das Letzte war, was die Zuschauer vor dem Verlassen des Kinos zu sehen bekamen, wirkte es sich zweifellos auf die Cinema-Score-Wertung des Films aus. Die schlechte Mundpropaganda des Films trug dazu bei, dass er schnell von der Spitze der Kinocharts fiel. Wie es der Zufall so will, wurde diese offene Herangehensweise an das Ende eines Mainstream-Horrorfilms in den Jahren, seit Devil Inside das Publikum auf der ganzen Welt frustrierte, nicht mehr wiederholt. Bevor Elizabeth Olsen die Rolle der Wanda Maximoff im Marvel Cinematic Universe übernahm, spielte sie eine ihrer ersten Hauptrollen in dem Low-Budget-Horrorfilm The Silent House. Um sich von der Masse der Horrorfilme abzuheben, hatte The Silent House die Besonderheit, in Echtzeit zu spielen. Die Geschichte wurde in einer einzigen simulierten Einstellung eingefangen, ein Gimmick, das lange vor Birdman und 1917, die zu Oscar-Favoriten wurden, zum Einsatz kam. Solche technischen Details reichten jedoch nicht aus, um das Publikum zu überzeugen, das lautstark verkündete, dass Silent House ein F-Cinema-Score verdient hätte. Interessanterweise wurde The Silent House von den Kritikern nicht durchweg verrissen, wie es bei den meisten anderen Mainstream-Horrorfilmen der Fall war, die ein F-Rating erhielten. Obwohl der Film gemischte Kritiken erhielt, blieb er keineswegs ohne Befürworter. Während die anspruchsvollen technischen Aspekte ausreichten, um The Silent House vor der totalen Ablehnung durch die Kritiker zu bewahren, schreckten der düstere Ton und eine Reihe seltsamer narrativer Wendungen in der zweiten Hälfte den durchschnittlichen Kinobesucher zweifellos ab. Darüber hinaus könnte die scheinbare Filmtechnik der Einzelaufnahme viele verwirrt und abgeschreckt haben, denn ein Film ohne Schnitte oder Wechsel der Perspektiven kann schnell zu intensiv werden, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Killing Them Softly ist ein Paradebeispiel für einen Film, der sich auf einen Kinostart hätte stützen sollen, der sich auf die Programmkinos und das Publikum konzentriert. Dort hätte der Film die Chance gehabt, sich einen besseren Ruf zu erarbeiten. Das düstere Kriminaldrama von Regisseur Andrew Dominik, das auch als eine ebenso düstere Reflexion über den Optimismus der Obama-Ära funktioniert, ist kein leichter Film und er ist auch nicht dazu gedacht, einen in Begeisterung zu versetzen. Es ist ein düsterer Film, der dem Zuschauer selbst den Spiegel vorhält, bis hin zum Unvergessenen. Schlussdialog. America's not a country. It's just a business. Now pay me. Natürlich entschied die Weinstein Company, dass Killing Them Softly mit dem Filmstar Brad Pitt in der Hauptrolle mitten in der Ferienzeit in über 2400 Kinos anlaufen sollte. Es war unvermeidlich, dass ein Film mit dieser Veröffentlichungsstrategie, der nur als allgemeines Kriminaldrama vermarktet wurde, vom Publikum verachtet wurde. Sie wollten etwas Traditionelles, nicht etwas Subversives und Wütendes. Killing Them Softly verfehlte die Erwartungen des Publikums so sehr, dass er von den Kinobesuchern mit der Note F bewertet wurde und nach dem Startwochenende fast sofort aus den Kinos verschwand. Nach 2012 war es 5 Jahre lang still um die CinemaScore-Note F. Keine Neuveröffentlichung wurde vom Publikum so heftig kritisiert und die Studios mussten sich nicht damit auseinandersetzen, dass eine anormale Zuschauerbewertung den Ruf eines Films im Internet ruiniert. Im September 2017 fand diese Lücke mit der Premiere von Mother ein sehr lebhaftes Ende. Es handelte sich um die neueste Veröffentlichung des Filmemachers Darren Aronofsky, dessen zwei vorangegangene Regiearbeiten, Black Swan und Noah, jeweils die 100-Millionen-Dollar-Marke in den USA überschritten hatten. Ein solches finanzielles Schicksal war für Mother nicht zu erwarten. Zumal der Film am Eröffnungswochenende von den Zuschauern nur mit der berüchtigten Note F bewertet wurde. Es ist interessant, dass Mother nach Killing Them Softly der nächste Film war, der die CinemaScore-Note F erhielt, denn beide Filme ähneln sich ein wenig. Beide werden von einem großen Filmstar angeführt. Im Fall von Mother ist es die ikonische Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence und beide wurden als mutige Newcomer in einem sehr zugänglichen Genre vermarktet. Doch Mother ist kein Standard-Horrorfilm. Es ist ein schonungslos düsterer, von religiöser Symbolik durchtränkter Film, der darin gipfelt, dass ein Baby auf der Leinwand zerfetzt und Lawrence körperlich misshandelt wird. Aronofskys biblische Allegorie ist zweifellos originell, aber für ein Mainstream-Publikum etwas zu abstrakt und schockierend. I gave you everything. You gave it all away.
Nach einer Karriere, in der sie in einer Vielzahl von Filmen unterschiedlicher Genres hervorragende Leistungen gezeigt hat, erhielt Andrea Riseborough bei der 95. Oscarverleihung ihre erste Oscar-Nominierung für ihre Hauptrolle in To Leslie. In einer so langen Karriere wie der ihren ist es jedoch unvermeidlich, dass ihr der eine oder andere kreative Fehltritt unterläuft. Einer ihrer bemerkenswertesten künstlerischen Fehltritte ereignete sich nur 2 Jahre vor der Premiere von To Leslie mit dem Horror-Remake The Grudge, in dem Riseborough selbst die Hauptrolle spielte. Sie war nicht der einzige bemerkenswerte Name in der Besetzung dieser neuen Version des Grudge-Universums, denn Demian Bichir, John Cho, Jackie Weaver und viele andere waren in der unerklärlich großen Nebensetzung des Films zu sehen. Leider konnte keiner dieser beeindruckenden Schauspieler die Gunst des Publikums gewinnen. Einige Elemente des Films, wie die ungeschickt organisierte, nicht lineare Erzählstruktur, dürften das Publikum dazu gebracht haben, The Grudge schon lange vor dem Abspann zu verachten. Ein merkwürdig abruptes Ende, das aus dem Nichts einen weiteren Schrecken einbaut und den Tod von Riseboroughs Protagonistin andeutet, reichte jedoch aus, um den Frust des Publikums zu schüren und The Grudge einen Platz im Pantheon der F-Cinema-Score-Filme zu sichern. Vielleicht hätten wir alle wissen müssen, dass 2020 ein düsteres Jahr für das Kino werden würde, denn es war ein düsteres Jahr für so ziemlich alles. Im Januar dieses berüchtigten Jahres gab es nicht nur einen, sondern gleich 2 Filme, die von CinemaScore mit F bewertet wurden. Sieht man von den 3 Filmen ab, die 2012 diese Note erhielten, war dies das erste Jahr seit 2007, in dem mehrere Filme die Note F erhielten. Den 2. Film, der 2020 zu dieser zweifelhaften Ehre kam, war ein weiterer Horrorfilm. Überraschung, Überraschung. In Die Besessenen spielt Mackenzie Davis eine Frau, die auf ein paar Kinder aufpassen muss. Diese Kinder entpuppen sich als ziemlich gestörte Seelen, ebenso wie das alte Haus, in dem sie leben. Die Besessenen wartet in seinen letzten Momenten mit einer Reihe seltsamer Wendungen auf, darunter die Enthüllung, dass eine große Verfolgungsszene nur eine Vision war, um die Zuschauer bei der Stange zu halten. Stattdessen hinterließ diese Drehbuchentscheidung bei den Zuschauern nur Irritation und Unzufriedenheit. Außerdem sorgte die Entscheidung, den Horrorfilm ab 13 Jahren freizugeben, dafür, dass er nicht einmal viele blutige Tode oder denkwürdige Morde bieten konnte, um den Zuschauern einen zusätzlichen Adrenalinstoß zu geben. Die Besessenen scheiterte kläglich und erwies sich zusammen mit The Grudge als unglücklicher Vorbote all der Probleme, die die filmische Erzählkunst im Jahr 2020 erwarten.